Heute Abend wurde mit einem Festakt in Berlin das Mathematikjahr eröffnet. Darum soll sich in dieser Viscom-Wochenschau auch alles um die Mathematik drehen. Das Mathematikjahr findet statt im Rahmen der sogenannten Wissenschaftsjahre. Diese Reihe gibt es seit 8 Jahren und getragen wird sie vom Stifterverband für die Wissenschaft. Einer der Hauptsponsoren ist in diesem Jahr die Telekom-Stiftung. Darum sind wir in der Hauptstadtrepräsentanz der Telekom gelandet, wo wir uns einmal umhören möchten, was denn Wissenschaft, Medien und Wirtschaft von diesem Mathematikjahr erwarten. Ich begrüße Günther Ziegler. Er ist Professor für Mathematik an der TU Berlin. Er ist Präsident der Deutschen Mathematikervereinigung und er ist Ideengeber des Mathematikjahres. Herr Ziegler, was wollen Sie denn eigentlich mit dem Mathematikjahr erreichen? Ich glaube, der Hauptzweck ist, ein Bild von Mathematik in die Öffentlichkeit zu transportieren, was sehr viel vielfältiger und interessanter und eben einfach auch einladender ist, als alles, was die Leute vielleicht aus der Schule erinnern oder eben gesehen haben. Also der Hauptzweck ist Mathematik entdecken. Und jetzt ist es ja so, dass in den vergangenen Wochen in den Medien tatsächlich viel über das Mathematikjahr berichtet wurde. Sind die Journalisten vielleicht gar nicht so mathematikscheu, wie man immer sich vorgestellt hat? Ich glaube, wir haben sozusagen auf beiden Seiten Vorurteile schon ad acta gelegt, einfach in den ersten 3 Wochen des Jahres. Und das finde ich wunderbar. Auf der Mathematikerseite war so dieses Vorurteil, es interessiert sich ja eh keiner für das, was wir machen. Wir können es ja auch nicht erklären. Wie auch immer, die Medien interessieren sich nicht für uns. Und die Medien hatten offenbar auch den Eindruck, da gibt es niemanden anzusprechen, das ist ein graues Fach, das war nicht präsent. Und irgendwie ist es jetzt in den letzten Wochen so unglaublich präsent geworden und da bin ich auch sehr glücklich drüber und auch sehr überrascht. Ich glaube, es hat niemand bei uns, bei den Mathematikern im Ministerium, bei der Agentur eben irgendwie geglaubt, dass wir so einen Raketenstart hinlegen könnten in das Jahr. Also im Moment erleben wir noch ein paar Vorschusslorbeeren sozusagen. Ich merke, dass das sehr begeistert aufgegriffen wird, dass viele Leute endlich mal über Mathematik schreiben wollen. Und wie es dann in einem Jahr wird, das werden wir erst noch sehen. Nun gibt es ja immer mehr Blogs von Wissenschaftlern und auch Blogs von Mathematikern. Glauben Sie denn, dass es erfolgversprechend sein kann, diese direkte Kommunikation mit dem Publikum zu suchen? Ich muss zugeben, dass ich wenig mathematische Blogs lese. Es gibt natürlich eine Community, die Mathematiker sprechen sehr viel miteinander und das ist eine unheimlich kommunikative Zunft, auch wenn man das gar nicht mal glauben sollte erstmal. Aber ich glaube, um eine Breite zu kriegen und mit vielen Leuten zu reden, da braucht man so eine Vermittlungsebene. Und traditionell denkt man ja, das müssen die Journalisten machen, aber die Journalisten sind dazu nicht in der Lage. Also es muss irgendwie eine Institution dazwischen geben, die noch besser das aufbereitet dafür, dass es in die Medien rein kann. Und ob wir das schaffen dieses Jahr, dass wir wirklich aktuelle mathematische Themen, was die gerade so tun, womit die sich beschäftigen, in die Medien bekommen, das werden wir noch sehen. Ich begrüße hier bei mir Dr. Herbert Münder. Er ist Geschäftsführer von Wissenschaft im Dialog. Wissenschaft im Dialog ist einer der Träger des Mathematikjahres. Herr Münder, glauben Sie denn, dass man Mathematik anders vermitteln muss als andere Wissenschaften? Es ist sicherlich eine der Wissenschaften, die nicht so offenkundig sind, die nicht per se dreidimensional haptisch daherkommen. Das heißt, man muss schon zeigen, wo Mathematik überall drinsteckt. Und das zeigen auch ein wenig die Plakatmotive dieses Jahres. Es ist vieles an Mathematik versteckt. Wenn ich über den MP3-Player sprechen würde, dann kann man ihn als Musikinstrument oder als musikalische Wiedergabeeinheit betrachten. Aber man kann auch über die Codierung sprechen, über das Format MP3 sprechen. Und da steckt eben wieder die Mathematik. Heute Abend war in der Eröffnungsveranstaltung viel von den Mathemachern die Rede. Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Also Mathemacher kann eigentlich jeder werden. Es gibt einen Aufruf im Internet, sich zu bewerben mit Beispielaktionen. Das kann ein Vortrag sein, das kann ein Tag der offenen Tür sein, den man organisiert. Das kann eine Aktion sein, die in der Schule stattfindet oder auch ein Vortrag in der Industrie- und Handelskammer einer Stadt. Der Fantasie sind da gar keine Grenzen gesetzt. Aufgefordert sind letztendlich alle Personen, sich einzubringen, anzumelden als Mathemacher auf der Website der Mathematik. Bei mir ist Klaus Kinkel, der Vorstandsvorsitzende der Telekom-Stiftung, die in diesem Jahr zum ersten Mal als Hauptsponsor bei einem Wissenschaftsjahr dabei ist.
Sie haben in dem Gespräch, das Sie auf der Bühne heute geführt haben, gesagt, dass es Ihnen vor allen Dingen eben um die Heranführung der Kinder und Jugendlichen an Mathematik geht. Sehen Sie da besondere Defizite? Ja, der Innovationsindikator, den wir mit dem BDI zusammen seit 3 Jahren rausgeben, zeigt, dass wir auf diesem Gebiet ganz besonders schwach sind. Wir sind von den 18 führenden Industrienationen der Welt im Bildungsbereich auf Platz 13. Man höre und staune, Ausrufezeichen. Und zwar von der frühkindlichen Bildung eben bis rauf zu den Universitäten, zur Elite, die wir dringend brauchen. Und natürlich sind Naturwissenschaften und auch Mathematik beispielsweise zentral wichtig. Nehmen Sie nur mal den Mangel im Ingenieurbereich. 30.000 Ingenieure fehlen in Deutschland im Augenblick. Hauptsächlich im Mittelstand, hauptsächlich Maschinenbauer. Deutschland war immer eine große Nation der Dichter und Denker. Deutschland war aber auch immer eine große Nation der Ingenieure. Und da sind wir im Augenblick schwer am Absacken. Also lohnt sich schon deshalb einzusteigen. So haben wir dieses Jahr unsere Stipendiatenauswahl ausgerichtet nach dem Merkmal Frau und Ingenieur. Bei mir ist jetzt Barbara Meyer, nicht nur Germany's Next Topmodel, sondern auch Botschafterin des Mathematikjahres. Dafür ist sie prädestiniert, denn sie studiert Mathematik in Regensburg. Frau Meyer, was hat Sie dazu bewogen, Botschafterin dieses Mathematikjahres zu werden? Ja, ich bin selber eigentlich schon sehr lange Zeit begeistert von der Mathematik. Mir macht das alles viel Spaß und ich bekomme halt mit, dass es da viele Vorurteile gibt, dass viele Schüler Mathe nicht mögen, aber vielleicht auch einfach, weil sie irgendwie nicht so den Zugang dazu haben. Und ich möchte hauptsächlich die Schüler in den Schulen natürlich ermuntern, dass sie da ein bisschen offener dafür sind, dass sie da vielleicht Freude dran finden, dass sie Gefallen dran finden. Sehen Sie das denn auch als Ihre Aufgabe, Frauen für das Studium zu begeistern, oder geht es Ihnen in erster Linie um die Begeisterung für Mathematik allgemein? Mir geht es natürlich um die Begeisterung allgemein, aber ich finde es auch sehr schade, dass es eben immer wieder so heißt, es ist nur was für Männer, weil zum Beispiel an der FH, wo ich bin, da sind wir ungefähr die Hälfte, sind Frauen, und es ist einfach nicht mehr so zeitgemäß, dass man irgendwelche Wissenschaften in Männer und Frauen einteilt, und vielleicht kann ich da auch ein bisschen dazu beitragen, hoffe ich auf jeden Fall. Auch am Ende unserer heutigen Ausgabe wollen wir Ihnen natürlich das Fundstück der Woche nicht vorenthalten. Diesmal passend zum Thema. Auf der TED-Conference 2005 riss der Mathematiker Arthur Benjamin das Publikum zu Beifallsstürmen hin. We do. 683 squared, that's 700 times 666 plus 17 squared is 466,489. Rev up if I need it. Rev up, take the 466, add that to fission to get, 328,489. Good. Thank you very much. Erstaunlich, oder? Aber Arthur Benjamin ist kein Freak. Nur tritt er eben neben seinem Job am Harvey Mudd College auch gerne als Mathemagician auf, als Zahlenzauberer. Und verrät nebenbei auch noch einige seiner Tricks. Obwohl jeder Zahlenzauberer werden kann? Wahrscheinlich nicht. Aber es kann ja auch nicht jeder Konzertpianist werden. Das war's für heute aus der Welt der Mathematik. Ich bin Matthias Spielkamp. Forschen Sie schön und surfen Sie nächste Woche wieder vorbei.